Wir sind zurück auf Ravnica. Die Gilden von Ravnica. Diesmal die Celestia. Ich weiß auch gar nicht mehr, was für andere Gilden da drin waren, ehrlich gesagt. Ich habe Pedas jetzt genommen, weil das tatsächlich bei uns im Laden noch rumlag. Dann dachte ich, okay, bevor das jetzt irgendwie unter die Räder kommt, kaufst es. Ich bin dann dazu entschlossen, es zu kaufen. Und ich hoffe, es war keine Fehlentscheidung. Lebenskraft, Überfluss, Einigkeit und Recht und Freiheit. Ja, Würfel grün-weiß, das passt ganz gut. So, ah, stimmt. Auch hier haben wir lustige, farbige Booster-Packs. Hier haben wir Gilden von Ravnica. Das war ja, glaube ich, das erste Booster, was ich aufgemacht habe, als ich wieder da war. Oder das zweite? Ich weiß es nicht mehr. Ja, Seite, was haben wir denn hier? Hier haben wir einen Elfenritter. Und hier Bestienflüsterer. 4 Mana 2-3. Immer wenn du einen Kreaturenzauber wirkst, zieh eine Karte. Das ist nicht schlecht. Aber doch sehr teuer. So. Dann haben wir ein Celestia-Medaillon. Gildenmagier der Konklave. Ach ja, hier sind ja wieder diese komischen Querkarten drin. Ja. Der Rest sind einfach nur Commons in grün oder weiß, damit man eben Celestia spielen kann. Ich fand das immer noch sehr, sehr cool. Ich finde auch die Idee sehr cool, dass man hingeht und den Leuten nicht vorschreibt, was sie spielen müssen. Sondern wirklich, andersrum, nicht random die Wahl gibt, dass sie nicht wissen. Dass die Leute wissen können, was sie spielen können. So ist es richtig. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig erklärt. So, ich finde das auf jeden Fall cool mit diesem Booster. So, wie immer bei den Pre-Release-Kits gehe ich die Commons nicht durch. Die Uncommons, zum Beispiel den knisternden Skeader, würde ich etwas hervorheben aus dem Grund heraus, dass er halt im Standard richtig krass war. Weil er eben auch Karten im Exil gezählt hat. Das war richtig geil. Und war eine gute Karte. Ansonsten würde ich die einfach übergehen. Und habe einen Omni-magischen Adept. 5 Mana 3-4. Für 3 Mana tappen kann man eine spontan oder Hexerei-Karte aus der Hand wirken, ohne die Mana-Kosten zu bezahlen. Das ist cool. Das ist cool. Ich glaube nicht stark, aber cool. Gildeneingang. Und Einblick des Chemisters mit Katalyse. Für 4 Mana zieht man 2 Karten. Ist ein Anker. Kommt darüber. Jawohl. Ja, ich bin mal gespannt, wann wir wieder auf Ravnica landen. Kann ja nicht mehr allzu lange dauern. Wir sind da ja gerade erst von weg. Und ich weiß auch nicht, was es ist. Die Community selber scheint ja eine richtige Obsession mit Ravnica zu haben. Jeder hat irgendeine Ravnica-Geschichte. Ob er da angefangen hat, ob er da aufgehört hat, ob danach alles scheiße wurde. Ja. Unsere Rare ist eine Missionsbesprechung. Für 2 blaue Mana, Spontanzauber. Überwachen 2, das heißt, man schaut die obersten 2 Karten des Decks an, kann beliebig viel davon in den Friedhof werfen, den Rest oben aufs Deck. Und man bestimmt einen Spontanzauber oder Hexerei-Karte aus dem Friedhof. Man kann jede Karte casten aus dem Friedhof und wenn sie irgendwo auf den Friedhof gelegt werden würde, schicke sie stattdessen ins Exil. Praktisch Flashback. Ja. Ja, auf jeden Fall, Ravnica ist so für die meisten so der Inbegriff von Magic mittlerweile. Ich bin da persönlich ein bisschen andere Meinung, aber ich habe auch meine Ravnica-Geschichten, aber halt mit dem ersten Ravnica. Und selbst da muss ich sagen, fand ich Ravnica schon strange, weil das war das erste Mal, dass ich diese goldrandigen Karten gesehen habe in diesem New Frame und ich fand die nicht hübsch. Überhaupt nicht. Zeuchenseher ist eine gute Karte. 3x3, 2, wenn er ins Spiel kommt, opfert jeder Spieler eine Kreatur oder einen Planeswalker. Jeder Spieler, der nicht kann, wirft eine Karte ab. Man kann ihn ja selber opfern. So. Und wir haben eine chromatische Laterne. 3 Mana Artefakt. Länder, die du kontrollierst, haben Tappen, Erzeuger Mana beliebiger Farbe. Und man kann die Tappen und Mana beliebiger Farbe erzeugen. Die war mal richtig teuer, bis die jetzt neulich einen Reprint bekommen hat. Bis dahin war die richtig teuer. Aber gut, war auch damals in gefühlt jedem Commander Deck drin. Weil jedes Commander Deck das brauchte. So, Gildenmagierin des Hauses. Gedankenauslöschung, ist eine gute Karte.
Für ein blaues und schwarzes Hexerei. Ein Gegner eurer Wahl zeigt die Hand auf seine Hand offen, Karten auf seine Hand offen vor. Man bestimmt eine davon, die kein Land ist. Dieser Spieler wirft die Karte ab. Danach kann man die oberste Karte seines Decks angucken und sie auf den Friedhof legen, wenn man möchte. Ja, wie gesagt, eine gute Karte. Aber hier oben mit bei. Straßenschlacht kenne ich gar nicht. Solange es dein Zug ist. Ah, okay. Das ist gut. Und Mitternachtssensenmann. 3x3-2. Immer wenn ein Nicht-Spielstein-Kreatur, die du kontrollierst, stirbt, fügt er dir einen Schaden zu und du ziehst eine Karte. Die ist gut. Die hätte ich mal in meinem Taser-Commander-Deck gebraucht. So, und das letzte Booster. Das ziert sich. Das ist meistens kein gutes Zeichen. Die, die sich zieren, die schämen sich meistens. Dafür, was sie beinhalten. So. Tribunal der Die Karten sind angeditscht. Tribunal der Konklave. 4 Mana Verzauberung. Die hat man hart gespielt im Standard. Torwächter-Gargoyle. Kriechende Kälte. Jawohl. 4 Mana Hexerei. Jeder Gegner verliert 3 Leben. Man erhält 3 Leben. Und wenn die vom Deck auf den Friedhof gelegt wird, direkt, dann wird die, kann man direkt casten aus dem Friedhof, indem man sie jetzt 6 hier schickt. Das ist cool. Und Blitzklingenverfechterin, was? 2 Mana 1-1, Doppelschlag, Wachsamkeit, Trampelschaden. Okay, das Booster hat es verdient, sich zu schämen. Und was haben wir hier? Regen der Erkenntnis. Die ist hübsch. 3 Mana Hexerei, überwachen 2, ziehe dann 2 Karten. Fügt dir die Karte 2 Damage zu. Ja, lassen wir das. Ich glaube, ich lasse das mit den Pre-Release-Kits mittlerweile auch. Die letzten paar, die Dinger sind sehr, sehr teuer tatsächlich mittlerweile. Gerade die älteren. Und der Value, den man da rauszieht, ist okay, aber nicht gut. Dementsprechend weiß ich nicht, ob ich sowas hier öfter mache. Wenn ich noch ein paar Pre-Release-Kits in die Finger kriege von irgendwas, öffne ich die natürlich gerne. Auch gerne auf dem Channel. Aber sonst lasse ich das, glaube ich, erstmal lieber. Vielleicht später nochmal. Wir sehen uns. Bis dahin, Black Seed. Ciao, ciao.